Alles sind jetzt hier wieder bei einer Jacob-Mission und... Mr. Owen, Sie sind wahrhaftig der unausstehlichste Pflege, den ich je das Unglück hatte, zu meinen Bekanntschaften zählen zu müssen. Mr. Dickens hatte... Jo, mal schauen. Ich sagte es bereits, Sir, ich hatte nichts mit dem anonymen Artikel zu tun. Nichts, sage ich. Das ist gelogen, Sir. Das wissen Sie. Ich habe keine Zeit für diesen Nonsens. Nonsens! Es sind mein Name und meine Reputation, die Sie mutwillig beschmutzen, Sir. Mein eigener Name. Ha! Ha! Verflucht! Los! Hier! Das ist Richard Owen. Ein gemeiner, niederträchtiger, erbärmlicher Schuft. Wirklich? Ich hätte geschworen, Sie sind gute Freunde. Mr. Owen arbeitet in der Anstalt. Er weiß, wer den Sirup herstellt. Ihm nach! Schnappen Sie! Da geht es also um den Sirup, der... Ja, wie soll man sagen? Ziemlich gesundheitsschädlich. War. Sachte! Wie viel Darwin Ihnen noch zahlt, das ist es nicht mehr. Merken Sie nicht, wie tief Sie in der Tinte sitzen? Gar nicht tief. Falls Sie mich einschüchtern wollen, Sie grob, ja, verschwenden Sie nur Zeit. Ich wollte schon immer wissen, wie viel Schaden so ein Vehikel einstellen kann. Ich habe nur ein paar Fragen an Sie, Sir. Was immer auch Darwin will, er wird es nicht kriegen. Was ist mit Starricks Beruhigungssirup? Beruhigungssirup? Warum sollte ein Wissenschaftler Interesse an einem Wundermittel haben? Ich verwette Ihr Leben, Mr. Owen, dass Sie etwas wissen. Stopp! Ich sage Ihnen, ich weiß überhaupt nichts. Ich schwöre es. Ich habe mit niemandem und hatte auch mit niemandem... Nächster Halt, der Grund der Themse. Reden Sie jetzt, alter Mann! Stopp! Um Himmels Willen, stopp! Dann erzähle ich Ihnen alles, was ich weiß. Dr. Elliotson, Dr. John Elliotson, er hat die Formel erarbeitet. Er ist der Mann, den Sie suchen, nicht ich. Ich flehe Sie an, bitte, Sir, hören Sie auf damit. Und? War das so schwer? Ja! Seine Kutsche gerade noch so lebt. Ja, das scheint es zu sein. Oder? Oder schauen wir mal. Normal müsste es ja eine Jacob-Mission, aber müsste jetzt eigentlich hier sein. Können wir gleich das Geheimnis mitnehmen. Ja, da gibt es wieder so ein. Wie sind die Gemeinschaftspitches? Ach ja, Frau Gemeinschaftspitches. Aber egal. Weiter, Mädchen. Story. Hoffentlich ist diesmal wirklich auch der richtige. Mach langsam! Den nehmen wir doch gleich mit den Aussichtspunkt, oder? Wenn wir schon mal in der Nähe sind, das ist eine Sache von 2 Minuten. Okay. Ziemlich unvorstellbar, dass da wirklich so viel los war auf der Themse.
Das ist schon, schon ziemliches Durcheinander. Du, Industrialisierung. Ja, schon, aber das ist. Ich bin jetzt nicht so der Historiker. Na, so krass. Könnte schon heftig viel los gewesen sein. Aber ich glaube allein, dass der Schiffverkehr da nicht so koordiniert war, dass die so wirklich so übel knapp aneinander vorbeifahren. Ja, das ist halt nur so. Ich glaube, da waren die Schiffswege auch nicht so gut markiert wie heutzutage. Ja, klar, aber ich denke mal schon, dass relativ viel los war. Ja, das ist klar, ja. Also bist du wieder auf dem Weg, ist schon. Dauert schon ein bisschen länger. TTP. 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 Dann helfen sie noch dem Schiff. Legen. Kriegen keine XP. Ah, kein Geld. Aber glauben es eine Kutsche. Der wartet eh schon drauf. Ja. Der hält unseren Sitz warm. Und die stehen da alle nur noch rum, weil du deine Kutsche da geparkt hast und deinen ganzen Verkehr da abfällt. So muss man es nicht. Also macht man es. Chaos stiften in London. So ja, wenn man auf der rechten Straßenseite parkt. Bei links ist schlimm. Ruhig, Mädchen, ruhig. Ach, erstes Geheimnis. Ho! Ho! Somebody stop that mad person! Und das müsste im Park drin. Clear the way for that crazy drive, huh? Ah ja, da ist es. Von vier. Ja, ganz gut. So, aber jetzt zügig die Hauptquest machen. Ah, Jacob. Miss Fry, schön Sie zu sehen. Oh, kennen Sie Starricks neueste Lügen schon? Lügen? In einer Zeitung? Was ist mit der neuen Leitung, die Sie einrichten wollten? Oh, die bestellten Kabel sind nie angekommen. Und dann haben wir das hier abgefangen. Eine Nachricht über beschlagnahmte Fracht am College Wharf. Dann entschlagnahmen wir sie. Oh, Moment. Ein anderes abgefangenes Telegramm enthielt das Rezept für ein stark wirkendes halluzinogenes Serum. Ich passte diesen Bolzenmechanismus an ihre Armschienen an. Alec? Sie sind ein Genie. Das ist offenkundig nicht wahr. Obwohl, ich habe auch entdeckt, dass das Serum gasförmig wird, wenn man es Hitze aussetzt. Gerade als ich dachte, sie könnten sich nicht mehr übertreffen. Das sah aus wie ein Flaschenöffner. Ja. Sie sind ein Genie. Eine Assassinenklinge mit, also mit einem einem zweiten Ende von ausfahrbare ja. Flaschenöffner, ja. Endlich kann er sein Bier immer öffnen. Weißt du überhaupt, wer ich bin? Richtig. Waffenrad sieht es aus wie nur. Das Gift, Alter. Mach langsam! Halluzination. Ja, Halluzination oder so. Halluzination. Mal seht zu, dass ihr für die richtigen Leute arbeitet, ihr Trottel. Keine Sorge, so. Wir werden eure Kabel schon abliefern. Sie haben bloß einen neuen Empfänger. Oh.
weggelockt. Ich glaube, das schaffe ich nicht mehr. Spaltet ihm den Schädel! Ein paar letzte Worte. Ach, der Scheiße. Mit den Giftbolzen. So jetzt. Also ich fülle mal unsere Bolzen auf, damit wir sie nicht teuer einkaufen müssen. Perfekt. Halli-Bolzen. Es gibt Ärger an den Docks, Leute! Wir müssen die Ladung sofort zu Starrick bringen! Das wird reichen. Gift. Wer wird wissen, welches es ist?
Wer ist ein gutes Pferdchen? Du bist das. Bam. Lauf schön weiter. Auf geht's. Sachte. Ja. Vorsichtig, Mr. Bell. Jedes lohnende Unterfangen ist voller Gefahren, meine lieben Freunde. Keines mehr als das Ihre. Doch, Sie haben mal wieder triumphiert. Woher wussten Sie das? Wir haben das Zeitalter der Kommunikation erreicht, nicht wahr? Wir erhielten bereits eine Nachricht aus Greenwich, dass die Lieferung sicher angekommen ist, dank Ihnen beiden. Wissen Sie schon, was noch in der Lieferung war? In der Tat. Ich fürchte, dass Starricks Gift seinen Weg auf den freien Markt gefunden hat. Wenn er glaubt, das würde uns aufhalten, dann irrt er sich. Perfekt. Ja, okay. So genau, das wissen wir jetzt auch noch nicht, aber das werden wir rausfinden. Vielleicht schon im nächsten Part. Dann sehen wir uns da wieder. Tschüss. Ciao.